Hallo, willkommen Baby. Heute machen wir ein paar Übungen für die Balance. Ein guter Gleichgewichtssinn ist wichtig und hilft uns auch vor allem im Alltag. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir beginnen in einem aufrechten Stand. Die Beine sind hüftweit auseinander. Also Achtung, hüftweit heißt auch immer etwas enger als das Becken. Und wir schließen die Augen, um unseren Körper hineinzuspüren, während wir uns innerlich Richtung Decke strecken. Wir haben einen langen Hinterkopf, das Gleichgewicht ist, also das Gewicht ist gleichmäßig auf den Füßen verteilt und wir kreieren Länge im Körper, langer Rücken, langer Bauch und ganz langsam verlagern wir das Gewicht auf das rechte Bein, kommen wir zur Mitte und verlagern das Gewicht auf das linke Bein. Und dann kommen wir wieder in die Mitte, verlagern wieder das Gewicht gleichmäßig auf beide Beine, denken wieder an die Länge im Körper, dann verlagern wir wieder das Gewicht auf das rechte Bein und ganz langsam heben wir das linke Bein an, das Knie hoch und wieder tief. Wir verlagern auf das linke Bein das Gewicht und nehmen das rechte Bein hoch und wieder tief. Super. Dann wieder im Wechsel. Gewicht auf das rechte Bein verlagern, das linke Knie anheben und jetzt möglichst das Knie Richtung Oberkörper ziehen. Die Hände umgreifen das Knie und wieder lösen. Wir wiederholen die Übung auf der anderen Seite. Gleichgewicht auf das linke Bein verlagern. Innere Linie halten. Rechtes Bein Richtung Oberkörper. Mit den Händen etwas höher ziehen und wieder abstellen. Wenn du magst, wieder kurz zwischendurch die Augen schließen. Und wieder kurz reinspüren, Gleichgewicht finden. Jetzt wieder rechtes Standbein, linkes Knie parallel zum Boden anheben. Also der Oberschenkel ist parallel. Rechte Hand umschließt das linke Knie und linke Hand geht Richtung Decke hoch. Schulter bleibt aber tief. Und dann wieder lösen, super. Jetzt wieder Gewicht auf das linke Bein verlagern. Das Standbein nicht durchstrecken, sondern leicht gebeugt halten. Rechtes Knie anheben. Linker Arm umgreift das rechte Knie. Rechter Arm geht hoch. Auch hier wieder tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Und dann wieder auflösen. So, jetzt die nächste Steigerung. Wieder rechtes Standbein. Linkes Knie anheben. Die rechte Hand umgreift das Knie wieder, linke Hand geht nach oben und jetzt der Ellbogen, die Hand beugen und Oberkörper dreht nach rechts auf. Und wenn du magst, kannst du auch noch den Kopf Richtung Hand drehen, also noch weiter nach rechts. Und dann kehrst du wieder langsam zurück in die Ausgangsposition und löst wieder. Super, wir probieren das gleich hier auf der anderen Seite. Linkes Standbein, linke Hand umgreift das rechte Knie, rechte Hand geht nach oben und wir drehen uns wieder auf zur rechten Seite. Und wenn du magst, kannst du auch noch den Kopf Richtung, mehr in Richtung Hand drehen. Kurz Moment und dann wieder langsam zurückdrehen. Super. Wir erden uns wieder kurz, auslockern. Dann stelle ich mich zur Seite hin, dass ihr besser sehen könnt. Leicht etwas Dynamisches zwischendurch. Linkes Standbein und mit dem rechten Bein hoch, nach vor und nach zurück quasi schaukeln. Die Hände dürfen ganz locker parallel mitschwingen. Wir wechseln auf die andere Seite, auch hier in etwa 5 Mal hoch und vor und zurück.
Also weniger mit Schwung, sondern immer kontrolliert. So, dann kommen wir wieder in unseren balancierten Stand. Gerne auch die Hände dazu nehmen und jetzt linkes Bein hoch und tief. Zur Seite hoch, ausatmen, anheben, einatmen, wieder abstellen. Kannst immer zwischendurch antippen oder versuche dich gleich selber herauszufordern, indem das schwingende Bein hoch und tief geht und nicht die Matte berührt. Das gleiche mit dem rechten Bein, fünfmal hoch und tief. Genau, super. Nochmal kurz nachspüren, Augen schließen. Für die nächste Übung heben wir das Knie und dann heben wir das gestreckte Bein. Also eine kombinierte Übung aus den Übungen zuvor. Auch hier dürfen wir dir die Arme helfen, indem du sie zur Seite streckst, um das Gewicht gleichmäßiger zu verlagern. Und wechseln auf das andere Bein. Rechtes Knie geht hoch und zur Seite. Fuß ist geflext. So Zehen angezogen. Auch hier wieder kräftiges Bein. Gut dabei atmen. Auch einen Punkt richtig zu fokussieren mit deinem Blick hilft dir, um das Gleichgewicht zu halten. So, zwischendurch kurz auslockern, Schultern kreisen, dich durchschütteln, was immer du dazu brauchst. Dann wieder rechtes Standbein, linkes Knie geht hoch und jetzt strecken wir es und versuchen hier für ein paar Atemzüge zu halten. Die Übung sieht einfach aus, aber benötigt eine gute Körperspannung und dann die Arme und Schultern aktiv nach unten drücken. Wir wechseln auf die andere Seite, linkes Standbein, zuerst wieder rechtes Knie anheben und dann den Fuß nach vorne strecken. Richtig schön flexen, also Zehen Richtung Oberkörper ziehen und die Arme richtig kraftvoll nach unten drücken. Die Schultern sind hinten und unten. Du sollst eine Dehnung, du sollst das quasi in den Muskeln im Rücken spüren. Super. Dann kurz auslockern. Eine gute Dehnung zwischendurch. Linkes übers rechte Bein steigen und ein Handgelenk umfassen und zur Seite dehnen. Genau. Wieder zurückkommen und auf die andere Seite strecken und gut weiter atmen. Kannst auch das Becken etwas nach rechts schieben, um quasi die C-Form noch etwas mehr zu kreieren. Super. Dann stelle ich mich wieder seitlich hin, dass du es besser sehen kannst. Und jetzt heben wir das rechte Bein an, zieh die Ferse Richtung Gesäß. Dann greifst du mit der Hand den rechten Fuß und die linke Hand geht nach oben. Schulter bleibt unten. Entweder du bleibst hier oder jetzt versuchst du mit dem Standbein etwas tiefer zu gehen und etwas zu bouncen, also etwas tiefer gehen und leicht hochgehen, aber nie das Knie überstrecken. Das soll dir einfach helfen, ein Gefühl zu bekommen, auch wie sehr du dein Standbein beugen musst, dass du die bestmögliche Balance hältst. Die nächste Steigerung, wenn du möchtest, kann sein, indem du dann dich aufspannst, den Fuß gegen die Hand drückst und dann nach vorne kommst in eine mögliche Gerade. Dann wieder ganz langsam zurück hoch und wir probieren das Ganze auf der anderen Seite. Schritt für Schritt, zuerst wieder das linke Bein anheben, Ferse Richtung Gesäß bringen, die linke Hand umgreift den linken Fuß, wir bleiben aber aufrecht in der Haltung,
Rechter Arm noch kommt nach oben, Schultern bleiben unten. Und jetzt beugen und strecken wir langsam das rechte Standbein. Wie gesagt, bitte nie durchstrecken, überstrecken, sondern immer eine Mikrobeugung beibehalten. Genau. Und wenn du diese Figur noch steigern möchtest, wenn du die Kraft schon mitbringst, spanne auf, der Fuß drückt gegen die Hand und der Oberkörper kommt nach vor. Und dann ganz langsam wieder zurück. Super. So, du hast es gleich geschafft. Super. Dann drehe ich mich wieder zur Seite, somit dass du es besser sehen kannst. Und jetzt rollen wir Wirbel für Wirbel nach unten ab. Das Kinn auf die Brust und langsam nach unten rollen. Gerne eine großzügige Beugung in den Knie beibehalten. Lass den Oberkörper schwer werden. Die Hände gibst du auf die Matte und jetzt hebst du die rechte Ferse hoch und tief und die linke Ferse hoch und tief. Und jetzt vielleicht probierst du beide Fersen anzuheben, wieder zu senken. Also wir kommen auf die Zehenspitzen in dieser Haltung. Mit dem nächsten Ausatmen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen und wir rollen uns wieder Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben und zum Schluss geben wir wieder die Schultern nach hoch zurück und nach unten. Vielleicht noch mal kurz die Augen dazu schließen und nachspüren. Balance finden, bevor du für die nächste Übung auf die Zehenspitzen kommst. Und hier hältst. Ruhig und tief atmen. Fokussiere einen Punkt und dann lockerst du deine Füße wieder durch. Super. Es ist gleich geschafft, eine Übung noch. Und zwar schließt du die Augen, kommst auf das rechte Standbein und versuchst ganz langsam das linke Bein anzuheben. Dann wechselst du auf die andere Seite, linkes Standbein und versuchst mit geschlossenen Augen das rechte Bein von dem Fuß vom Boden zu lösen. Super. Ja, das war's schon wieder von mir. Danke fürs Mitmachen und ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du mir schreibst, was dir gut gefallen hat, was eine Challenge für dich war und wie es dir mit der Balance nach dieser Übungseinheit geht. Tschüss!